Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Jurassic World Revelations. Ich habe es gepackt, meine Kollegen wieder zu treffen, den Sandrik und den Maggi. Hallo zusammen, ihr beiden. Hi. Das war natürlich direkt Nacht, aber egal, dann laufen wir einfach mal auch in der Nacht weiter, oder? Ja, ein Stückchen, wenn jetzt nicht irgendwelche Monster kommen oder so. Richtung Osten laufen wir. So, sind wir jetzt auf der Karte? Mal gucken wir mal hier. Ja, dann gehen wir einfach. Wollen wir hier in der Küste? Oh, Sternschnuppe. Ich sehe sie nicht. Da. Doch, ich sehe sie. Oh, noch eine. Kommt direkt vor uns runter. Ja, die ist da unten runtergekommen. Die andere ist Creeper. In die Luft gejagt. Oh, das ist ein verzaubertes Skelett. Das ist so ein extrem krasses Ding. Rare Brewing Skeleton of Smashing. So, holt euch die beiden. Gestorben? Nein. Nein, ich bin gestorben. Oh, noch eine. Dann warten wir hier mal auf den Haler. So, mein Death Point ist 100, 400 Meter entfernt. Das sollte man noch relativ schnell hinkriegen. Du hast direkt oben auf dem Berg. Sagen, ich bin etwas hungrig gerade. Also in Real Life. Ich habe mich noch nichts gefrühstückt heute. So, das hätten wir schon mal erledigt. Kann man nicht Elefanten reiten? Das wäre doch mal voll lustig. So als. Wie bei den alten. War das die alten Perser früher, die diese Elefanten. So diese Plattform draufgebaut haben? Ne, die Inder waren das genau. Die. So. Machen die heute auch noch. Ja, aber damals richtig diese Schlachtelefanten. Wirklich, wenn die auf dem Schlachtfeld aufgetaucht sind, sind auch alle schreiend panisch weggelaufen. Weil halt viele einfach das nicht kannten, so ein Elefant und dann auf einer großen Plattform drauf und dann irgendwie schwer Bewaffnete nach oben drin. Und sehr angsteinflößend gewesen. Jetzt habe ich natürlich hier die Sternschnuppe. Ich bin nicht schnell genug zur Sternschnuppe gekommen. Weißt? Er hat sie nicht bekommen. Ich habe sie nicht bekommen. Geht dann wieder weg? Ja, ja. Man hat nicht so lange Zeit. Und hier muss noch ein Monster unterwegs sein, weil ich bin gerade hochgeschleudert worden. Ich auch. Ja, ich auch. Das hier sind tatsächlich echte Frösche. Ein Bullfrog. Die auch wirklich, also diese Frosch-Sounds kommen jetzt hin. Wenn man die, kriegt man da vielleicht irgendwie Froschschenkel? Alter, so. Und die halten viel aus. Ja, ich habe 3 Froschschenkel bekommen. Von einem Frosch, nicht schlecht. Ja. Hinter mir ist irgendwie so ein Elvis-Zombie oder sowas. Skelett, komm, fall doch einfach runter, los. Ja, das ist schön. So, ich kann den Hale schon auf der Karte sehen. Und wieder eine Sternschnuppe. Ein Zombie-Zwerg ist es. Ein Zombie-Zwerg. Bist du Magie? Ja. So, jetzt hänge ich sie hier alle ab. Aus mir zu folgen. Manche Berge haben auch echt blöd zu besteigen. Das stimmt. Ah, jetzt kommt da noch mehr an. Kommt noch mehr an? Monster. Ja, schon der Tag hier. Die ganze Nacht lang habe ich jetzt. Nee, es ist 23 Uhr. Es kommt, wird noch nicht Tag. Oh je, hier hat jemand ein Spinnennetz hingeworfen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich habe Angst. Es gibt aber auch Monster, die das machen. Haben wir in der Zwischenzeit festgestellt. Ja. Also. Okay. Also hier so ein zum Beispiel dieser Berg runtergefallen ist so halb. So ein Blubbermonster kann auch Spinnennetze werfen. Oh, was ist denn das jetzt hier? Okay, hier ist sowas wie ein Pliss, nur in graubraun. Haben wir das nicht schon mal kennengelernt? Weiß es nicht, ich gehe jetzt erstmal stiften. Okay, dann. Ah, der Magi, der sieht schön aus, gespickt mit Pfeilen von oben bis unten. Stimmt. Dein Grab ist beleuchtet. Ja, ich sehe es ja hier, das Waypoint erstellt. Ja. Kaum einer weiß Harle, ist ja eigentlich die Kurzform von Harlekin. Aber Harlekin ist mir irgendwann zu lang geworden, daran wurde aus Harlekin Harle. So, jetzt essen wir da nochmal was und dann sollte es auch hier wieder munter lustig weitergehen. Gut, also weitergehen Osten, ja? Ja.
Also noch eine Sternschnuppe, was ist denn hier los? Heute, ja. Haben wir Kürbisse schon oder brauchen wir noch welche? Ich bin mir nicht sicher. Hier sind ziemlich viele Kürbisse. Man kann ja Kürbislampen daraus auch bauen. Ja. Ich bin vergiftet. Ist aber wieder extrem. Er ist ein unsichtbares, unterwegs. Verzaubertes Skelett. Nee, nicht so den Bogen. Deswegen dieser Bogen. Ah. Irgendwie, ich habe gerade einen Upgrade gekriegt, als ich dich gehauen habe. Ja. Aber auch so ein heftiges Vieh, hey. Ja, das ist verzaubert. Ich hau da drauf. Ja, der regeneriert sich schon wieder. Aber jetzt ist er aber, glaube ich, tot. Ich habe einen Regenschirm auf meine Waffe bekommen. Sieht zumindest irgendwie so aus. Oh, ich habe kein Blut mehr. So, was habe ich denn da jetzt hier? Beheading. Was ist denn Beheading? Köpfen. Ja, genau. Beheading. Ah. Das macht die Chance größer, dass du mehr Köpfe oder zum Kopf bekommst. Ah, okay. Deswegen habe ich jetzt hier diesen Regenschirmchen drauf. Ja, genau. Oh, wo seid ihr da vorne? Das ist eine Blubberspinne. Eine Mini-Lag. Eine Blubberspinne? Was ist denn eine Blubberspinne? So eine. Verzaubert. Ja, die ist aber schon platt. Hat mir mein Schwert geklaut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen ein kleines bisschen nach Süden ausweichen. Oh, was ist das denn Geiles? Sieht ja so aus wie so ein Monolith hier. Also, dass da hinten die Welt noch nicht reingeladen ist. Sonst hätte ich jetzt gerne mal einen Screenshot gemacht. Also, ich mache trotzdem mal einen, aber. Finde ich ganz so schön aus, ne? Also wir müssen ein bisschen nach Süden, gell? Ja. Ja, ich halte mich so südöstlich hier. Ups, was ist hier? Eine normale Spinne. Spider-Man. Ja, bei mir hat er hier hinten am Ende der Welt... Vorsicht, hier ist ganz schlecht runterzulaufen. Wir müssen genau da runterlaufen, wo Maggie runterläuft. Das ist eine sehr gute Variante. Oh, Herr Zombie. Ich mach mich still. Ist ja heute los. Ja, aber du, ich finde das nicht, also heute ist nicht mehr als sonst auch. Wir sehen die nur nicht, ich höre die immer. Das ist das, wo ich mal gesagt habe, da ist schon wieder ein Flugzeug. Achso, ne. Oh, Mini-Dingsbums. Lizard. Jetzt. Also wenn man jetzt, Lizard ist ja ein Lurch, ne? Oh, das ist ja so ein... Raw Red Team. Leben oder so hat, aber... Ach, das sind ja diese großen. Andrick. Rare, bye, bye, ja, ja, ich sehe es. Zombie. Bye. Ah, scheiße. Der Sandrick ist gestorben. Ja. Nee, der hat nur 60 Leben. Das ist nicht der Blubber. Der normale, den habe ich gleich getötet. Screenshot machen, jawohl, ich habe ein paar gemacht. Mit Feuer und zwei Riesen. Er ist auch gestorben hier. Alle hier. Hat sie platt gemacht hier. Was da ist los ist mit euch? Der andere. Noch ein. Da hinten, der große da. So. Huh, ich bin in die Luft geflogen. Ja. War der das? Ja, der war das. Die schleudern dich hoch. Du bist doch Feuerbälle auf dich. Der versinkt aber hin wieder im Boden. Ja, der hat einen Rabbit-Hut. Was ist denn hier noch einer? Da sind ja zwei jetzt auf einmal. Ja, die spawnen da irgendwo. Aua. Aua. Scheiße, noch einer! Ja. Wir waren hier an diesem komischen Obsidian-Totem. Sollst du den abbauen? Ich weiß es nicht, wie lange das dauert. Ja, ich habe ihn abgebaut. Der kann sich auch wegteleportieren, so Enderman-Styles. Ja. Ja, wir hatten ja auch gestern einen Ender... Nee, wir hatten gestern einen Creeper-Zombie. Ja. Oha. Creeper-Zombie, okay. Der konnte sich auch wegteleportieren. Nein, ich bin auch tot. Das war blöd. Ja, dann ist, würde ich sagen, diese Folge steht im Zeichen des Leben und Sterben mit Hale und Sandrick. Ja, ach, ja, ich bin noch 90 Meter entfernt, aber ich glaube, es liegt eine Schlucht zwischen uns. Ja, genau. Oh, ich bin 330 Meter entfernt. Mach mal laufen. So. Da wünscht man sich ein Flugzeug. Aber wir könnten vielleicht hier eine Base aufbauen, um das Ganze ein bisschen zu verkürzen, wenn wir dann wieder sterben, oder? Nein, jetzt ist ja immer eine Hexe. Aber die Nacht ist ja schon wieder oben, das ist der Haken dabei. Ja, ich komme nicht an meinen Grab, glaube ich, weil hier zu viele
Monster unterwegs sind. Ich finde es gerade ein bisschen blöd, der lädt mir hier hinten die Welt nicht richtig rein. Berge sind so nur skelettartig da, das finde ich ein bisschen schade. Oh, ich kann nicht alle Sachen nehmen, die ich dabei habe. Du hast unterwegs zu viel Pflanzen eingesammelt, oder? Das Schwert muss auf jeden Fall dahin. Das kann sein, dass ich unterwegs zu viel eingenommen habe, eingesammelt habe. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir hier eine Base. Nicht da, wo das Totem ist, oder hat der Marie das Totem abgebaut? Das Totem habe ich abgebaut, jedenfalls den oberen Teil, wo eine Aura-Note drin war. Durch die Aura-Note kam die Viechers. Ja. So, ich komme jetzt hier auch mal, ich bin den Schneeberg hochgelaufen. Ich bin direkt auf den anderen Berg. Ach, du bist auch gestorben? Ja. Ja, dann müssen wir die Folge tatsächlich leben und sterben mit. Nein! Legen dann oder so. Nein, Leute, es darf doch nicht wahr sein. Ich wollte ihn austricksen. Ist schon wieder tot? Ich mag nicht mehr. Ich mag diese blöden Skelette nicht, weil die halt immer so ein zurückdingsen. Fangt schon mal an, da ist ja so ein schöner Überhang. Lass uns da mal einfach. Steht jetzt im Wasser. Entschuldigung, was ist denn mit meiner Stimme los? Ich glaube, ich habe einen Frosch verschluckt. Ich bin gleich tot. Ja. Dann muss ich der fast tot ist, immer zurückziehen. Und die anderen müssen es dann. Wir müssen mal ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Ja. Ich glaube, ich noch nicht alle meine Materialien gefunden, aber ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen in Sicherheit. Denn ich bin nämlich klinisch tot. Ich muss jetzt erstmal schnell was essen. Ihr sammelt doch diese kleinen Herzen ein, immer von den Monstern. Die könnt ihr nehmen, die werdet ihr sofort gesund. Noch ein Herz, sobald ich an die Oberfläche gehe, bin ich tot. Nein, ich kann nicht, ich bin in Sicherheit. Ich bin sammelst doch diese kleinen Herzen von den Monstern. Die kannst du nehmen, dann wirst du gleich. Ich habe aber keine Herzen von irgendwelchen Monstern. Das eine Skelett, was unter Baum stand, habe ich getötet und. Habe ich alle meine Sachen? Ich bin mir nämlich nicht sicher, dass ich alle meine Sachen habe. Weiß es nicht, kann es dir nicht sagen. Das musst du wissen. Also ich habe zumindest rüstungstechnisch bin ich ganz schlecht ausgestattet. Kann dir noch einen Helm geben, der fast kaputt ist. Eine verzauberte Schaufel gefunden. So, ich habe wieder hier so viel Unfug dabei. Es sind noch 109 Meter, ich versuche mich zu beeilen. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich entferne mal dieses Totem hier. Ich bin wieder unmittelbar in der Nähe. Es sind noch 70 Meter. Ja, ich muss ganz dringend was. Haben Sie Ihr Ziel erreicht? Ich muss ganz dringend was essen. Ich habe einfach unheimlich viel Hunger. Ich habe noch zwei Keulen. Ja. Kommt auch direkt ein Zombie. Bau uns hier mal eine Obdach. So, dann beginnt das Ganze gleich wieder von vorne. Erstmal die ganzen Rüstungssachen anziehen. Noch übrigens besonders ein Monster. Ich muss gerade mal weglaufen, weil ich glaube, da ist ein lauter Monster hinter mir. Ja. Kann ich mir irgendwie noch helfen, den Waffen rein übrigens. Nein. Das ist hier das Verzauberte. Kommt mal kurz mit zum Misch hier. Es wird gerade dunkel hier bei mir. Ich habe hier mal angefangen, eine Base zu bauen. Hier, wo die vielen sind. Habe ich Holz dabei? Ich auch noch ein bisschen Pesto Holz dabei. So, jemand hat meinen Helm noch eingesammelt. Nee, ich habe ihn. Ich hab ihn. Komm mal hier runter. Ich habe hier unten eine Höhle gebaut. Okay. Einmal das da. Kann ich aber noch eine gebaut. Kann ich noch eine Kiste machen? Okay. Kann ich nicht machen. Hat noch jemand Holz? Sonst. So, noch zwei Holz. Muss ich mal gucken, wo die Kollegen gerade sind. Da unten sind sie.
Genau, ich Achso, ich dachte, wir bauen da oben in den Berg rein. Ich habe einfach hier unten jetzt mal was hingebaut. Ich hole noch mal ein bisschen Holz. So. Ich habe noch 2 Wolle einstecken. Noch 4 Wolle einstecken, also. Da können wir zwei Betten noch bauen. Betten. Ja. Ja, super, eins brauchen wir noch hier. Ja. Du hast noch. Ihr müsst ein bisschen größer bauen, das ist noch zu eng. Ich hole noch mal ein bisschen Holz. Banks, reicht doch. Ja, wir müssen da. Ich habe auch noch wahnsinnig viel Zeug dabei. Wir müssen noch ein paar Kisten bauen. Dann tu sie doch in die Kiste, in die große, die da jetzt steht. Haben wir noch Holz hier drin? Ich komme gerade zurück mit Holz. Das ist noch was, was ich an Holz habe. So. Hier mal eine Tür davor. Okay. Was will ich noch da lassen? Pumpkin und Stardust und Gunpowder. Raw Frog Legs, die können wir eigentlich auch mal hier lassen. So, ich habe ein paar Kisten mitgenommen und ich habe noch ein, wie heißt es, Workstation habe ich noch dabei. Ich nehme ein bisschen Baumaterial nochmal mit. Und ich denke, ich bin soweit ganz safe. Wir sollten es mal hinlegen. Können wir nicht, wenn nicht Nacht ist. Das Bett trotzdem gespeichert als Speicherpunkt? Nee, musst einmal drin liegen. Ärgerlich, wie machen wir jetzt Nacht? Warten. Was haben wir denn? Wir haben 13 Uhr. Das ist natürlich. Ja, wir noch ein bisschen. Dann können wir hier uns den Berg hier mal anschauen. Ja, wir erkunden hier mal so ein bisschen. Wir sollten auf jeden Fall hier mal speichern. So, ich mache hier mal die Kohle. Habt ihr denn jetzt eine Schere mitgenommen? Warum ja. Wird es denn hier immer heller und dunkler bei mir? Ja, ich habe eine Schere irgendwo, ja. Da hinten im Osten an der Wand, da sind Schafe. Okay. Der Berg sieht ganz geil aus eigentlich. Ja, ich dachte ja, wir bauen unsere Base hier rein. Das könnte man eventuell sogar noch hier mit dem Überhang, da könnte man hier noch eine richtig schöne Base reinbauen. Richtige, eine große meinst du? Ja. Ja. Eine Außenbase. Da hinten sind wieder diese komischen Steine. Ich glaube, das sind diese Leuchtblöcke. Ja, das sind die Glowstones. Graf steht aber so doof, dass ich das dann nicht geschert bekomme. Schoren. Wie funktioniert das mit diesen Lichtblöcken? Die einfach nur die leuchten von sich aus wie Glowstone. Ach so. Hier geht's richtig rein, hey. Aber mal ausleuchten. Oh, und ich sehe irgendein großes Monster. Hier kommt so ein verzauberes Rare Rusty Zombie The Rating. Hey, geht's richtig tief rein. Der kann irgendwie nichts. Ja, der ist sehr harmlos unterwegs. Ich glaube, dein Rapier ist kaputt. Rapier? Du machst so wenig Schaden. Ach, tatsächlich, broken, hast recht. So, Kohle. Ich nehme mal ein bisschen Kohle mit. Ich gehe mal hier so rein. Was ist hier noch? Jetzt bauen wir hier. Azurit-Ohre. Maggie, wofür braucht man Azurit? Kenn ich nicht. Ah, so, wir sind auch darum gebeten worden, mal ein Dino zu spawnen mit unseren Spawn-Eiern, die wir haben. Haben wir denn schon Dino-Spawn-Eier? Ja, die haben wir in der Base. Wenn wir in der Base zurück sind, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Wenn wir in der Base zurück sind, dann werden wir uns darum kümmern und dann zeigen wir euch das mit den Dinos. Mir geht's gut rein, gell? Ja. Ja. Immer tiefer und tiefer. Maggie, bist du da runtergefallen? Nein, ich bin hinter dir. Gut, wollen wir da mal nicht mehr tiefer rein? So, wie viel Uhr ist es? Was ist denn die Uhrzeit anzeigen? 16 Uhr. 16.13 Uhr. 16 Uhr, wird langsam dunkel, glaube ich. Was haben wir hier? Hier sind zum Beispiel Ostrich Spawn Eggs. Echt wo? Ostrich könnten wir tatsächlich mal spawnen. Das ist ja so ein Strauß. Das ist ein Strauß, ja. Da müsste der Maggie uns nur erklären, wie das mit den Spawn-Eiern funktioniert. Also du nimmst, dafür brauchst du einen Wassereimer, um die zu aktivieren sozusagen. Also ich
habe auch hier noch einen Maulwurf, einen Empire Scorpion und einen T-Shirt. Empire Scorpion, die wollen wir nicht unbedingt spawnen. Ja, die haben wir zu Hause genug. Maulwurf wollen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt. Ich finde halt unsere Hauptbasis da auch nicht wirklich schön, wo die ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, da bin ich halt rausgekommen, gell. Das ist ja normalerweise so, dass ich da, wo ich rauskomme, baue ich eine Base, aber das wird eigentlich bei den Welten, die ich lange spiele, niemals der Punkt, wo ich nachher bleibe. Also wir können das gerne umändern. Es gibt dann bei mir meistens so ein Camp später. Und die richtige Base, die baue ich irgendwo anders hin, wo es dann richtig geil ist. Das ist hier schon ziemlich geil, aber ich würde mich jetzt hier noch nicht drauf festlegen wollen. Noch mehr Expeditionen machen. Ja. So, 18 Uhr, haben wir jetzt eigentlich hier schon eine schöne Hütte? Ah, die hier noch, unten ist doch. Ja gut, die nicht sehr eine schöne Hütte. Aber ah, das ist halt eine Safe-Hütte, ist das halt hier. Ja. Can only sleep at night. Hier geht's übrigens auch noch ein bisschen in die Höhle rein. Okay, stimmt. Ist ja geil, ich dachte gerade hier blinzeln Augen. Dabei war das ein Erz. Ja, so ein shiny Order Infused Stone. Hier gibt's aber nichts. Die braucht kein Mensch. So, wie viel Uhr muss denn eigentlich sein, dass wir schlafen können? 19 Uhr, gucken wir doch mal 19 Uhr. 19 Uhr ist eine schöne Uhrzeit zum Schlafen gehen. Naja, wir können schon schlafen. Angelegt. Ja. Ja, dann ist die Folge auch fast vorbei. Ja. Wir können natürlich auch sagen, wir beenden jetzt die Folge einfach hier mal, auch wenn wir sie dann mal überpünktlich durch, aber es ist ein schönes Ende eigentlich, würde ich sagen, oder? Ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann machen wir das doch so. Genau, dann würde ich sagen, liebe Leute, bis morgen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.